Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video vom Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge und wir sind hier bei der Melody, die ein neues Styling bekommen hat. Im letzten Video haben wir nämlich gefeiert, dass sie 60 Kinder bekommen hat und sie hat ein Styling bekommen. Oh mein Gott, du hast gerade alles eingeschlagen. Und ich finde sie unfassbar süß und ja. Also, wie gesagt, also es gibt ein Video von ihrem Umstyling und da könnt ihr euch meine Gedanken zu ihr und so ansehen. Ich nehme das nicht direkt danach auf, leider. Ich habe es einfach absolut nicht mehr geschafft diese Woche. Jetzt ist es wieder ein Tag bevor vorm Upload und so, aber hey, immerhin nicht an dem Tag, wo es geuploadet wird. Also, wir werden besser, ja? Und es ist jetzt schon abends, würde ich sagen. Deswegen würde ich jetzt einfach die beiden Bebes älter werden lassen. Und dann können wir auch in den Create a Sim gehen. Oh, yes. So, und Abby, die ist albern. Und York ist heikel. Warum sind alle meine Kinder immer heikel und gemein? Also, das finde ich nicht in Ordnung. Melody, reise ich jetzt zu diesem Grundstück, was wir letztens platziert haben. Und schau mal, mit wem wir hier was starten können. Ich gehe an der Tür klopfen, damit das halt offiziell zählt. Dass wir halt direkt dann da rein können und da was miteinander haben können. Dann schauen wir gleich mal, wen wir hier als erstes nehmen. Wir nehmen einfach hier Arthur und stellen uns einfach mal direkt vor. Mal gucken, was er davon hält. Er möchte nicht, okay. Wir versuchen es einfach nochmal. Es ist halt ein relativ kleines Haus, deswegen kein Wunder, dass es hier nicht immer so funktioniert, wie man will. Aber wir kriegen das schon hin. Irgendwie geht das richtig langsam hoch bei ihm. Ich weiß nicht, wieso. Aber wir versuchen es einfach mal. Ich meine, sich viel falsch schlafen kann er ja nicht, ne? Okay. Den Kuss wird er eh nicht ablehnen, weil, wie gesagt, also keiner würde jemals Melodies Kuss ablehnen. I'm not gonna lie. Sie ist halt eine Schnitte. Da sagt man einfach nicht nein. Wohin geht er? Komm ran, Junge. Ich stehe auch immer im Gewitter und beeindrucke dann irgendwelche Typen. Man kennt's. Sieht schon richtig dead inside aus, aber dieses Techtelmechtel muss jetzt leider noch sein. Ich platziere mal gerade ein neues Gebäude, weil irgendwie ist das verbuggt und das funktioniert gar nichts mehr. Okay, ich kann nicht mehr sehen, was da drin ist. Ich kann auch nicht anklopfen oder so, aber ich glaube, die machen jetzt ein Techtelmechtel. Ich gehe mal lieber nach Hause und mache da einen Schwangerschaftstest, weil hier würde es nicht funktionieren. Ich weiß nicht, was da los ist, aber ja, mal gucken. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt gezählt hat oder nicht oder keine Ahnung. Ansonsten müssen wir den halt nochmal einladen. Das war auf jeden Fall sehr, sehr komisch gerade. Ich kann auf jeden Fall einen Schwangerschaftstest machen, das ist schon mal gut. Wieso steht sie auf dem Kühlschrank, frage ich mich. Okay, sie ist schwanger. Dadurch, dass wir gereist sind, sind jetzt die Kinder alle wach und so. Deswegen lasse ich die jetzt einfach mal ihre Fähigkeiten trainieren. So, Xavier ist fertig, weil Level 4 ist das, was er braucht, um fertig zu werden. Deswegen kann der sich halt einfach trotzdem pennen legen, lol. Obwohl, es ist schon 6 Uhr. Na, dann nutze ich das auch nicht mehr. Lavender hat auch Level 4 erreicht. Sehr schön. Ach, heute ist Samstag. Ups. Ja, dann könnt ihr ja doch pennen gehen. Weil dann ist eh egal. Aber Sis, wie gut sieht das eigentlich an ihr aus? Wow, girl. Also, wow. Und sie ist ja sogar schwanger gerade. Wow. Melody kann jetzt Obstkuchen, Regenbogen, Gelatinekuchen oder hausgemachtes Kräuterbrot in der Küche backen. Außerdem kann sie Schokobiscuits mit der Törtchenfabrik backen. Das klingt ziemlich cool. Dafür brauchen wir alles Zutaten. No! Der Bug wurde übrigens noch nicht behoben, dass sie halt angefangene Strickprojekte nicht zu Ende machen kann. Aber ja, also es funktioniert ja, wenn sie Sachen direkt von Anfang bis Ende durchmacht und nicht zwischendurch aufhört. Deswegen, ja, habe ich jetzt gerade Zeit gefunden im Spiel, dass sie halt mal was machen kann, wo sie es definitiv durchziehen kann. Und ja, dann können wir immer wieder was Neues machen an Strickprojekten. Hä? Ich habe...
Das ist irgendwie dumm. Weil ich habe. Ach so, missglücktes Muster. Okay, ich dachte schon, hä? Das ist nicht das, was ich gemacht habe. Aber wir können das ja trotzdem zum Kleiderschrank hinzufügen, weil ich finde das lustig. Grillhähnchen für die Kiddos. Man kennt's. Ich habe so das Gefühl, wir haben noch gar nichts erreicht und ich nehme aber auch gar nicht mehr so lange auf. Das ist irgendwie sehr, sehr komisch, wenn ich ehrlich bin. Okay, man muss sagen, sie ist halt schon richtig weit mit ihren Fähigkeiten. Also, finde ich schon hardcore, was sie schon erreicht hat, so. Er ist halt hingegen gar nicht mal so gut dabei. Dafür hat er die Denkfähigkeit schon mal. Das ist gut. Es ist Tag der neuen Fähigkeit und ich bin gerade dabei, Melody die Forsch- und Debattieren-Fähigkeit beizubringen. Und ja, ne? Weil ich möchte ja so viele Fähigkeiten, wie es geht, so hochbringen. Und das ist halt eine, die ziemlich lange braucht. Und wenn man halt diesen Boost von diesem Tag der neuen Fähigkeit hat, dann geht es tatsächlich eigentlich von der Schnelligkeit her. Deswegen booste ich den jetzt einfach mal ein bisschen hoch. Also sie hat auf jeden Fall in der Schelmfähigkeit jetzt auch noch ein bisschen was hochgemacht und so. Und gleich werde ich sie noch ein bisschen backen lassen und so. Also wir sind auf jeden Fall ziemlich gut dabei mit unseren Fähigkeiten. Und ich finde das ziemlich, ziemlich cool. Sieht auf jeden Fall so aus, als würden die Kleinkinder und so auch Boosts bekommen von diesem Tag. Und das finde ich sehr, sehr toll. Aber an dieser Stelle beende ich jetzt wohl auch den Part. Denn ich habe jetzt schon ein bisschen Überlänge gemacht, nur damit noch ein bisschen mehr passiert. Aber ja, im nächsten Part starten wir dann wahrscheinlich wieder total durch. Und dann wird das schon wieder. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!